Vaterland, du machst bei Tag mir schon genügend Mühe und Plag. Die Nacht braucht jeder Diplomat, doch meistenteils für sich privat. Um eins bin ich schon im Büro, doch bin ich gleich drauf anderswo, weil man den ganzen lieben Tag nicht immer im Büro sein mag. Erstatte ich beim Chef Bericht, so tu ich's meistens selber nicht. Die Sprechstunde halt ich niemals ein, mein Diplomat muss schweigsam sein. Die Akten häufen sich bei mir, ich finde es gibt zu viel Papier. Ich tauch die Feder selten ein, jetzt kommt doch mit die Tinte hinein. Kein Wunder, wenn man so viel tut, dass man am Abend gerne ruht und sich bei Nacht, was man so nennt, Erholung nach der Nacht.